Das steht noch. So. Wollen wir dann? Hallo erstmal. Hallo. Guten Tag und herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Heute spielen wir ein Spiel, das wird ganz, ganz spannend. Und gar nicht so langweilig, sondern echt spannend. Jetzt geht's aber los! Trommelwirbel. Zack. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Genau! So sieht's aus! Oh mein Gott, wir sind ja ganz durch. So, wir spielen heute Fuchsalarm. Ein, so sieht es zumindest aus, echt witziges Spiel. Die liebe Nina hat das auch schon unboxed. Und hast du auch schon getestet oder noch nicht? Also hast du schon ein bisschen geübt? Nö, eigentlich gar nicht. Ich habe nur gezeigt, wie es funktioniert. Gut. Das funktioniert nämlich folgendermaßen. Dieser Fuchs hier, der hat... Ist von Goliath, nur damit ihr Bescheid wisst, und ist ab 4 Jahren geeignet. Korrekt. Ab vier Jahren. Also. Dieser Fuchs, der hat eine Unterhose an. Da sind Hühner drauf, fand ich sehr witzig. Und, ich habe gar keine Unterhose mit Hühnern. Du hast keine Unterhose an. Gut, weiter. Doch! Und diese Hose kann man hier so rüberstülpen. Und diese Hose hat Hosentaschen. Und dieser Fuchs, der versucht, die Hühner zu klauen. Und die landen hier in seinen Hosentaschen. Und ich klaue die alle, ist doch nicht schlimm. Irgendwann sind die Hosentaschen natürlich voll. Und dann fällt die Hose. Ich bin reich! Fällt die Hose nach unten. Und wir müssen ganz schnell die Hühner retten und in diesen Hühnerstall tun. Wer als erstes 5 Hühner gesammelt hat, der hat das Spiel gewonnen. 5 Hühner? Ja, im Hühnerstall. Immer abwechselnd oder wie sieht das aus? Genau, hier gibt es einen Würfel und dieser Würfel zeigt an, wie viele Hühner wir in die Hosentaschen tun sollen. Aber hier passt ein Hühnchen nicht mehr. Das ist ein Ersatzteil, falls man einen Hühnerschnabel verliert, wenn es hier so wild hergeht. Genau, Hose an. Oder Hose runter. Hose rüber. Nicht, dass wir dann runter. Wie sieht denn dann eigentlich aus? Wie ein Verbrecher bin ich. So diskriminierend, Mensch. Nee, das sieht aus wie so ein... Ja, das stimmt schon. Ne? Als wenn er sich... Ja, ich hab nichts gesagt, Mensch, ich hab nichts gesagt. So. Hat er jetzt die Hosen an? Die Hosen Wer hat an? Denn hier die Hosen an? Der so. Fuchs! Man muss übrigens immer, wenn man einen Huhn in seine Tasche getan hat, auf den Kopf einmal drücken. Ah, okay. Alles klar. So. So. Darf ich starten, oder? Wie ja, sieht's hier. Aus? Okay. Ach, nee, derjenige, der am besten Hühnergeräusche nachmachen kann. Ah, okay, dann bitte. Bitte. Ich höre. Das ist ja eher ein Hahn. Ist doch auch ein Huhn. Okay, dann mach ich was. Ich geh mal in die Rolle eines Hühnchens. Ich glaube, Kahn darf anfangen. Ich kann nicht so gut Hühner nachmachen, aber er war ja, sein vorheriges Leben ein Huhn. Und ja. Hühner sind auch seine Lieblingstiere neben Katzen. Ja, nee. Ja. 2! Was heißt das? Ich darf 2 Hühner in seine Hosentasche tun? Sicher? Ja. Okay, ja, ich war gerade kurz verlegen. Sicher? Also 1. Mhm. 2. Und jetzt? Auf den Kopf drücken. Einmal oder zweimal? Okay. Hoffe ich. So, wieder 2 Hühner in seine Hosentasche. Und gleich müssen wir sie wieder rausnehmen, oder wie? Und dann fällt irgendwann die Hose runter. Ah, okay. Oh! Jetzt zum Beispiel. Ja. Und dann dürfen wir die aufsammeln. Ja, und einen Hühnerstall tun. Ja, okay. Jetzt hat jeder 2, ne? Wie kommen die denn hier? Achso, einfach hier so drauf. Reinsetzen. Okay. Dann müssen wir aber die Dinger ein bisschen weiter weg. Also die anderen Hühnchen müssen dann weg. Nicht, dass man da durcheinander kommt. Ja. Wo ist denn jetzt? Die Hose ist hier eingezogen. Wie? Magie. Die können wir jetzt einfach hier an der Strippe wieder rausziehen und ihn wieder anziehen. Das sah ein bisschen echt wie Magie aus, finde ich. Ja, wie sie auf einmal weg war und... Ich wünsche, so eine Hose hätte ich auch. Hier auf. Zack! Muss ich gar nicht ausziehen. Und wenn ich mich abends im Bett lege, zack, ist sie weg. So. Die Arme mache ich jetzt wieder runter, damit. Wir haben beide jetzt 2 Hühnchen. So. Du bist? Ich rede jetzt noch. Nein, ich rede nicht so. Das nervt. Das war auch gut. Eigentlich hätte ich das eben auch machen können. Ja, ich 1. Bin verwirrt. Ich habe eher einen Hahn gemacht. Genau. Aber der war auch gut. Klick mal. 1. Eins. Also hier kann jetzt noch nichts passieren. Ich dachte, wenn man das hier... Dann geht die Hose runter. Nee. 1. Mensch, jetzt ist es doch mal gut. 1. Da sind auch nur Zahlen von 1 bis 2 drauf. Ja. Also man kann nicht mehr als 2 rein. Leider. So.
Bitte hier vernünftig drehen. Eins. Da! 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 Drei oh, Stück. Guck mal, ich hab ganz viele. Ich hab drei. Du müsstest auch drei haben. Ich hab schon gewonnen. Ja, ich hab auch drei. Nee, ich hab vier. Ja, und ich hab aber jetzt auch drei. Fuchsalarm! Ich hab Fuchs. Gewonnen. Ja, super, alles klar. Ah, ja, ja. So, unentschieden. Das heißt, noch eine Runde? Selbstverständlich. Ja. Aber ich hätte. Na, egal. Nee. Wieso hättest du. Aber erklär mir jetzt mal, wieso du gewonnen hättest. Ich hab eigentlich nicht hier mehr gehabt. Aber es geht doch nur darum, fünf Wer zu haben. Wer als erstes fünf hat. Ja, wir hatten beide erst fünf. Oder geht's darum, die schnell hier in den Stall zu bringen? Ja, eigentlich ist es egal, weil es ist eigentlich unentschieden. Hier werden Regeln gemacht. Derjenige, der als erstes Fuchsalarm sagt, der hat gewonnen. Ja, alles klar. Das habe ich gar aber nicht vorher gesagt. Ja gut, okay. Nächste Runde würde ich sagen. Ja, definitiv. So, einfach hier. Oh. Ja. Wow. Das ging aber schnell. Also das scheint so ein Mechanismus. Die Hose ist auch sehr breit. Ist eher so eine Baggy-Hose für den Fuchs. Sehr. Die Arme müssen erstmal nach oben noch. Ah, okay. Damit er die Hose dann irgendwie so ein bisschen festhalten kann. Seine Unterhose ist echt der Knaller. Sieht eher aus wie so ein Rock oder so. Und dann wieder hier so oder was? Genau. Dass sie nicht runterfällt. Okay, alles klar. So. Bitteschön, du darfst jetzt anfangen. Achso, wollen wir nochmal die Hühnergeräusche machen? Nee, ne? Diesmal, ich hab's ja eben gehört. Zwei. Drücken. Oh. Eins. Guck mal. Das ist ja Musikantenknochen. Ja. Mach mal Musik jetzt. Achtung. Achtung, Fuchsfeld. Ah. Ja, super. Okay. Manipulieren, wie es nur geht hier bei Fuchsalarm. Ich habe extra nochmal gewürfelt. Naja, gut. Eins. Oh mein Gott, wie spannend. Eins. Also, wenn ihr auch so nervige Hühnergeräusche machen können, dann schreibt doch in die Kommentare, wie wir den ersten. Mach mal ein paar Hühnergeräusche in die Kommentare. Da! Drei Stück. Ich habe auch drei. Ja, schon wieder? Ja, aber eins ist, glaube ich, runtergefallen. Ja, Pech. Wir haben ja noch genug Ersatzhühner. Nee, stopp. Da! Da! Ah, das ist bei mir! Das zählt aber nicht mehr. Das ist weg. Das ist raus. So. Hose wieder anziehen? Ja. Leute, ich muss einmal kurz meine Nase putzen. Ist ja auch gerade Erkältungszeit. Also der Tag wird, ich sehe schon, mega nervig heute, denn ich werde den ganzen Tag nur diese Geräusche machen. Einmal runter. Das habe ich bestimmt eine rote Nase. So, Nina. Diesmal fange ich an. Ja. Ans. 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 Eins, zwei, drei, vier, fünf. Push it. Push it. Zwei. Eins, zwei. Ey, die sind alle auf deiner Seite. Warum mache ich das denn? Eins. Ist wieder runtergefallen. Ich habe nur eins. Wie viel hast du? Ich habe zwei. Oh, das heißt, du hast schon gewonnen, ne? Das ist ja mies. Khan ist voll aggressiv, wenn es um Hühner geht. Mach die Chicks hier. Die Chicks hat er geklaut. Ja, toll. Und jetzt 1-0 für dich, ne? Willst du nochmal spielen oder war es das? Habe ich nochmal eine Chance? Ich habe hier sogar noch einen über. Hier kannst du haben. Ja, das haben wir unentschieden. Fuchsalarm! So. Ich wünsche, ich hätte dir das niemals gesagt. Ich wünsche, du hättest mir niemals gesagt, dass man Hühnchen, Hühnergeräusche machen muss. So. Bitteschön. So, weiter geht's, ne? Ja, letzte Runde. Letzte Runde. Entweder unentschieden oder. Ja, letzte Runde. Unentschieden oder. Komm. Nina, eins. Zwei. Drücken. Zwei. Eins. 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 Mann!
Mach's doch nicht so spannend. Zieh deine Hose runter, Mensch. Like so, ich merk's. Ja! Ich hab 5. Schon wieder so ein Panikspiel, ey. 1. Das erinnert mich an dieses. 2. Wie ist das nochmal? Piñata Party. Ja, mich erinnert's an Kahn gewinnt. Dafür nehme ich den Fuchs mit nach Hause. Kannst du ruhig haben. Und seine Hühnchenunterhose da. Die ist cool, ja. Leute! Fuchsalarm! Du hast Fuchsalarm nicht gesagt. Fuchsalarm, ja, ich hab's doch Fuchsalarm gerade gesagt. Hey, oh mein Gott. Oh. Ist okay, Nina, ist okay. Vielleicht beim nächsten Mal. Leute, Fuchsalarm. Schreibt uns mal hektisch, ich kann schon gar nicht mehr. Ich bin schon voll aus der Puste. Schreibt gerne Kommentare, wie euch denn dieses Spiel gefällt, ob ihr schon kennt. Und wie sieht's aus mit Weihnachtsgeschenken? Könnt ihr mal schauen, ob das was für euch ist. Ja, also es macht auf jeden Fall Spaß, ohne Frage. Aber das Ding ist, man kann es eigentlich eher nur so, obwohl, zu viert macht es eigentlich wahrscheinlich noch mehr Spaß. Ne? Wenn dann alle hier so, wow, wenn dann jeder zweite hier mit Hühnergeräuschen. Ich glaube, da bricht eine Schlägerei aus, wenn die Hühner auf dem Tisch sind. Ich glaube auch. Hier war es schon sehr an der Grenze, aber gut, wir haben es trotzdem überlebt. Füchslein hat sein Höslein runtergezogen. Ja, das steht ihm auch auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Leute! Wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen hoch. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Gar kein Problem. Aber vielleicht abonnieren, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bei Kahn gewinnt. Ja. Ciao. So. 1-1 steht es eigentlich. Ach, jetzt kommt das mit der Kacke. Ich will das mit der Kacke nicht. Aber gut, dass du es nochmal sagst. Hast du gewonnen? Hast du gewonnen? Hast du gewonnen?